Ja, klar, es ist ein Vorsprung. Also ich finde, die letzten Spiele kann man sich noch mal zeigen und halt auch für die neue Saison sich erwerben. Man hat gesehen, Serkan hat sehr gute Ansätze. Ich meine, er hat immer wieder jetzt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Es ist jetzt mal wichtig, dass er verletzungsfrei bleibt. Mit eigentlich positiven Erwartungen in die Saison reingegangen, aber es ist mir leider nicht gelungen mit dem ganzen Verletzungspech, aber die letzten 3 Spiele waren schon in Ordnung. Also ich persönlich muss mich vorm Tor viel torgefährlicher und dass ich auch mal so auch im Spiel ein, zwei Tore mache. Also das setze ich auch für mich persönlich als Ziel. Und ja. Er muss natürlich an seinem Durchsetzungsvermögen noch arbeiten und was er selbst gesagt hat, an seinem Abschluss, ja, dass er zum Abschluss kommt einfach. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit durch die Spielpraxis jetzt, ja, was er hat oder bekommt, dann auch wird es auch immer besser. Aber er ist auch einer, der gewisses Tempo mit sich bringt, der auch einen guten Schuss hat und ja, auch mal 1-gegen-1-Situationen lösen kann, was die letzten Spiele gut gemacht hat, einfach die Ballsicherheit. Ja. Ob es in Münster war, wo es nicht einfach war, aber er hat da kaum Bälle verloren. Und wie gesagt, jetzt muss er dann der nächste Schritt kommen, dass er einfach mal vors Tor kommt, sage ich mal, und da entweder Vorlagen macht oder Abschlüsse. Aber Rom ist auch nicht auf einen Tag oder mehr erbaut worden. Von dem her. Aber er ist auf einem guten Wege und wie gesagt, er braucht halt die körperliche Physis noch und die kann er sich dann in so den Spielen dann holen. Und mir ist lieber, einer gibt 60 Minuten Gas, ja, oder 75. Und dann geht er raus, als wie er sich versucht, über 90 Minuten irgendwie durchzuhalten. Ja, am Anfang in Darmstadt war es natürlich ein bisschen schwer, obwohl wir eigentlich gut angefangen haben, weil die brauchten auch die Punkte. Aber nach der Halbzeit haben wir halt gesehen, dass wir da was nehmen können und haben auch gut Fußball gespielt und nach vorne auch die entscheidenden Pässe sind angekommen und haben auch die Tore gemacht. Und ja, zum Schluss halt wurde es noch ein bisschen knapp, aber ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, die letzten 4 Spiele wollen wir schon natürlich auch gewinnen. Am besten über 50 Punkte kommen und das Pokalfinale natürlich auch gewinnen.